Name. Daffy Duck. Vergehen. Missachtung des Gerichts. Name. Bugs Bunny. Vergehen. Tja, man könnte sagen, unverschämt gutes Aussehen. Nee, war ein Scherz. Missachtung des Gerichts. Oh nein, das Ding hat ja die Größe eines Zwei-Mann-Zells. Hätten Sie vielleicht einen Gürtel oder eine Schnur? Ich werde einen Haufen Leute kennenlernen. In dem Ding werde ich aussehen wie ein dicker Hokkaido-Kürbis im Schlafrock. Verstehen Sie, die Farbe Orange ist zu dominant. Ist eigentlich gar nicht so übel. Ich meine, es verträgt ein paar Accessoires. Hier vielleicht ein, zwei Kissen und da ein paar Duftkerzen. Hier sehe ich ein Problem auf uns zukommen. Etwas zu seifig vielleicht, aber ist es nicht eine Freude, dass da extra jemand für mich kocht? Wie kannst du bloß so entspannt sein? Wir sind im Gefängnis, im Knast, im Kittchen. Wir sitzen hinter Gittern. Wir sind eingesperrt. Wir sind nicht ganz dicht. Alcatraz, Arkham, wir sind geliefert. Wir sitzen fest in Sing Sing. Sing fällt aus. Wovor hast du Angst? Vor Monsterglatze? Ich wette, der Typ ist der reinste Teddybär. Ich bin Bugs, das ist Duffy, Zelle 2R. Sie können uns jederzeit besuchen, die Tür steht Ihnen immer offen. Also rein technisch gesehen, Sie verstehen schon. Naja, wie dem auch sei, hätten Sie die Güte, mir das Ketchup zu reichen? Eine Frage, sitzen Sie wegen Unhöflichkeit oder weil Sie gewissen Anweisungen nicht folgen können? Augenblick, damit ich das auch richtig verstehe. Ich kann beleidigen, wen ich will, ohne körperliche Blessuren befürchten zu müssen? Ich hätte mich schon vor Jahren ins Gefängnis werfen lassen sollen. Das ist ja für Leute mit Durchblick ein Paradies hier. Hey, ich mag deine Frisur. Hast du die selbst ruiniert? Ich ruiniere dich gleich. Ich hoffe, du hast deine Eltern wegen deines Aussehens regresspflichtig gemacht. Ich krieg dich, Schlappohr! Eine Frage, leihst du mir deinen Kopf aus? Ich wollte der Ente zeigen, was ein Hohlraum ist. Hol mich hier raus! Ich bin für diesen Ort nicht geschaffen. Sieh mich an, ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen. Du weißt nicht, wie das ist, von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Welches Jahr haben wir? Wer ist Präsident? Jetzt reg dich nicht so auf, du bist doch erst einen Tag hier drin. Ja, aber es war ein sehr harter Tag. Hast du schon gehört, dass sie hier einen Hof haben, wo man Sport machen kann? Und das gratis? Also, bevor ich gehe, ich hab hier eine Torte für euch. Eine Torte, hä? Schon klar. Nichts? Keine Brechstange, kein Messer, keine Pfeile? Wer bringt denn einem Gefangenen eine Torte mit ohne Fluchtwerkzeug reinzutun? Wie stellst du dir das denn vor? Erklär mir mal, wie wir hier ausbrechen sollen! Mutti! Oh, wo gehen wir denn jetzt hin? Ach, Verzeihung bitte, was ist hier eigentlich das Ziel? Bauen wir etwas oder machen wir nur aus großen Steinen kleinere Steine? Und wäre es eventuell möglich, dass ich den Platz mit dieser hyperaktiven Hypophyse dort tausche? Ich vertrag die Sonne nicht. Sie müssen es meinem Freund verzeihen. Die Hitze schafft ihn, wissen Sie? Er ist sie nicht gewöhnt. Er ist kein hartgesottener Krimineller wie Sie. Ich meine, ich sollte nicht davon ausgehen, dass Sie ein Krimineller sind, aber zu meiner Verteidigung. Sie haben einen Schädel wie ein Neandertaler, was ich normalerweise mit Dummheit gleichsetze. Hey, nicht, dass Sie dumm sind, ich meine ja nur, dass Sie dumm aussehen. Fassen Sie das nicht als Beleidigung auf. Ich meine, einige sagen dumm und meinen cool. Das ist ein dummes Auto, Sie haben ein dummes Apartment. Ich wünschte, ich könnte aufhören zu reden. Ich bin im Moment sehr nervös, ich neige dazu abzuschweifen. Wissen Sie, was abschweifen bedeutet? Wahrscheinlich sind Sie zu dumm, um das zu wissen. Und hier meine ich dumm im Sinne von dumm und nicht dumm im Sinne von cool. Da gibt's nur einen Ausweg für uns. Wir zeigen dem Rüpel, wo der Hammer hängt. Spring! Beste Freunde.